Es eskaliert. In diesem Video spreche ich über die Botschaft der geistigen Welt an uns. Ich spreche darüber, wie die geistige Welt auf unsere Weltgeschehnisse, auf die aktuelle Energie- und Zeitqualität schaut und was ihr wichtig ist, uns mitzuteilen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Die geistige Welt sagt immer wieder, und das ist vielen von euch bekannt, dass ein neues Zeitalter, eine neue Ära begonnen hat. In dieser Ära, in diesem neuen Zeitalter geht es darum, das kollektive Bewusstsein auf ein höheres Level anzuheben. Was heißt das konkret? Es geht darum, dass wir bewusster werden, dass wir unsere natürliche Macht annehmen, dass wir weiser werden, dass wir den universellen Prinzipien, den göttlichen Prinzipien entsprechend leben. Es heißt, dass es um eine höhere Oktave des Lebens, eine höhere Oktave der menschlichen Entwicklung geht. Und was ist der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt ist, dass wir uns an diese höheren Qualitäten, dass wir uns an unseren Ursprung erinnern, dass wir zu den höheren Oktaven des Menschseins, der Qualitäten wie Liebe, wie Frieden, wie Wohlwollen, wie Verbundenheit zurückfinden. Momentan sieht es allerdings nicht danach aus. Viele von uns sehen, wie Machtstrukturen sich immer weiter ausbreiten, wie mehr Kontrolle ausgeübt wird, wie gerade das System versucht, Macht aufrechtzuhalten. Die geistige Welt sagt aber, dass das auf Dauer nicht möglich ist. Die geistige Welt ruft immer wieder auf, dass wir aus Ohnmacht aussteigen, dass wir uns an unsere Seele, an unsere größere Kraft erinnern, an innere Werte, an Werte, die ewig sind, die diese Zeit überstehen, die die Menschheit wachsen lässt, die die Menschheit glücklich sein lässt und dass wir begreifen, in welchem Film wir gefangen sind, in welcher Matrix, in welchen Vorstellungen und dass vieles von dem, was wir für wahr gehalten haben, was wir dachten, was uns glücklich macht, uns nicht wirklich dient. Die geistige Welt sagt auch, dass viele Machtstrukturen zusammenbrechen werden, dass die Diskrepanz zwischen Bevölkerung und Regierung größer werden wird, dass die Menschen sich nicht mehr so abspeisen lassen, dass die Menschen spüren, dass da etwas passiert, was ihnen nicht mehr entspricht. Die Diskrepanz wird größer und die Menschen werden entschlossener. Dass die Menschen entschlossener werden, hat eine gute, hat aber auch eine schwierige Seite. Die Frage ist, wie sieht diese Entschlossenheit aus und wofür treten wir entschlossen ein? Wenn wir kämpfen, wenn wir Krieg führen, wenn wir nicht mit dem Geist des Friedens, des Wohlwollens, eines tieferen Verständnisses und einer Weisheit an die Dinge herangehen und einen Gegenpol zu diesen Machtstrukturen bilden, dann sind wir gefangen. Die Frage ist eben jetzt, bildest du den Gegenpol, gehst du in Macht und Ohnmacht und gehen wir in Aggression? Nein, es ist wichtig, diese höhere Energie in uns zu tragen, uns selbst zu reinigen, uns selbst anzuheben, in unseren Beziehungen klar zu werden, dort Kämpfe zu befrieden, in uns Frieden zu finden, in uns diese Entwicklung voranzuschreiten, dass wir uns selbst mit unserem Schatten, mit all den Schwierigkeiten, mit all den menschlichen Schwächen, die wir haben, dass wir uns damit reinigen, dass wir damit Güte walten lassen, dass wir unser Bestes geben, aber dass wir nicht in die Spaltung gehen, dass wir auch nicht diese Machtstrukturen verurteilen, dass wir sie kritisch sehen, aber dass wir austreten. Es geht um den Austritt aus dieser alten Matrix, aus diesen alten Strukturen. Diese alten Strukturen sind von Machtkämpfen getragen, von Opfer- und Täterspielen. Und es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen und anzuklagen, sondern es gilt, tätig zu werden. Es gilt, klar zu sein und entschlossen. Es sind Strömungen sichtbar, dass diese Entschlossenheit bei manchen in massiver Aggressivität und Gewalt enden kann. Deswegen seid ihr jetzt aufgerufen, Frieden in euren Geist zu bringen, nicht Dinge aufzuheizen, sondern zu beschwichtigen, zu beruhigen, aber dennoch klar und entschlossen zu sein. Und worauf bezieht sich diese innere Entschlossenheit? Auf Werte wie Liebe, auf Freiheit, auf Toleranz, auf Weite und nicht
auf falsche Toleranz, nicht auf Aggression und nicht auf Kampf. Deswegen wichtig zu sehen, diese Energien, die in Zukunft sich entwickeln und die auch schon im Gange sind, sind Energien, die extremer werden, die sich zuspitzen werden und wo es ganz wichtig ist, dass immer mehr Menschen Frieden finden in sich und diese friedliche Haltung ins Leben gehen. Dass es wichtig ist, sich von diesem Drama nicht beeindrucken zu lassen, sondern einen klaren Fokus darauf zu haben, was du wirklich in deinem Leben willst. Die geistige Welt ruft dich auf, klar zu sein, wenn dir Liebe und Frieden im Leben wichtig ist und Freiheit, dafür entschlossen einzutreten, aber mit einem friedvollen und mit einem gütigen Geist. Wir alle tragen diese Machtstrukturen in uns. Wir alle haben die Tendenz, kämpfen zu wollen, uns verteidigen zu wollen, angreifen zu wollen. Das gilt es zu sehen und es gilt zu sehen, dass wir menschlich sind, dass wir selbst auch nicht besser sind, dass wir aber unser Bestes geben können. Und diese Entschlossenheit braucht keinen Kampf, diese Entschlossenheit braucht ein höheres Bewusstsein, braucht die Verwurzelung von neuer Kraft, von neuen Perspektiven. Und wo kriegen wir die Orientierung her in einer Zeit, wo die Dinge in sich zusammenfallen, wo Werte verfallen, wo Menschen keine Orientierung mehr haben aus dem Höchsten? Da geht es nicht darum, woran du glaubst, ob du an Gott glaubst, an das Schicksal glaubst, an das Universum oder an eine größere Kraft oder einfach nur an die Liebe. Es geht um diese höheren Prinzipien und die kennen wir alle und die tragen wir alle in uns. Es geht um eine neue Zivilisation von Menschen, die auf einem ganz anderen Bewusstseinslevel leben. Das heißt nicht, sich besser zu fühlen, das heißt nicht, sich arrogant über andere Menschen zu stellen. Im Gegenteil, es bedeutet, die Demut zu haben, diese Schönheit des Lebens zu sehen. Es bedeutet auch, die Demut zu haben, vor Menschen, die sich in Machtstrukturen bewegen, zu sehen, dass in ihnen auch ein Kern ist, dass in ihnen auch Menschlichkeit lebt. Und dass eben dort, wo Menschen in Machtstrukturen gefangen sind, sie ein Spiegel unserer eigenen Machtstrukturen sind. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn wir haben genug mit uns selbst zu tun. Die geistige Welt sagt aber, es geht darum, klar zu werden, wirklich klar zu werden in dem, was du willst. Es geht nicht darum, was du nicht willst. Es geht nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern für das einzutreten, was du willst, in deinen Beziehungen, in deiner Arbeit, in deinem alltäglichen Leben. Diese höheren Prinzipien, die sich jenseits von Macht und Ohnmacht bewegen, an andere Menschen weiterzugeben, zu leben, zu geben, dein Bestes zu geben, Gutes zu geben und aus diesem Gefangensein in Egoismus, in Egozentrik auszutreten und das, was in dir ist, was du dir von einer besseren Welt wünschst, jetzt selbst zu leben. Das Gute ist, wenn Machtstrukturen zusammenfallen und Menschen aufstehen, in sich ihre natürliche Macht einnehmen, dann passiert etwas. Und wir sind jetzt alle aufgerufen, die neue Zeit mitzugestalten. Und wie gestalten wir die? Aus den höchsten Kräften. Und da ist es eine große Aufgabe an uns selbst, wirklich Frieden mit den Menschen um uns herum zu schließen oder auch klar zu sehen, dass die Zeit in der Beziehung mit manchen Menschen zu Ende geht, dass wir andere Beziehungen, neue Beziehungen knüpfen. Es gibt die Konstellation, das erzählt auch immer wieder die geistige Welt, dass Menschen, die früher gar nichts miteinander zu tun hatten, plötzlich zusammenfinden, sich vernetzen. Viele von euch wissen, dass ich den New World Club gegründet habe, wo Menschen sich vernetzen können, wo Menschen sich mit positiver Energie unterstützen können, wo Menschen kraftvoll in die neue Zeit gehen, wo Menschen neue Visionen entwickeln und diese Zeit mitgestalten. Wenn dich dieser Club interessiert, wenn du gerne dabei sein möchtest, freue ich mich. Unten findest du einen Link. Du kannst dich dort unverbindlich in die Warteliste eintragen. Die geistige Welt sagt immer wieder, dass jetzt wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Denn die Energien heizen sich auf. Die Gesellschaft wird immer mehr polarisiert werden und die Diskrepanz
zwischen dem Volk und der Regierung weiter auseinanderdriften. Viele Menschen werden aggressiv werden, die Stimmung wird aufgeheizt sein. Deswegen ist jetzt wichtig, im Privaten wie auch im Gesellschaftlichen Ruhe zu bewahren, aber nicht im Sinne, sich unterdrücken zu lassen, nicht im Sinne zurückzutreten, sondern einzutreten für das Wahre in dir. Und dazu ist immer wieder wichtig zu schauen, was ist deine Vision von einer besseren Welt? Was sind deine Talente? Was kannst du in die Welt geben? Denn gerade Menschen wie du sind in dieser Zeit mehr gefragt denn je. Denn jetzt ist wichtig, Menschen, die diese tiefe innere Dimension in sich tragen, dass sie tätig werden, dass es nicht eine abgehobene Meditation nur wird, sondern dass etwas geschaffen wird, dass etwas umgesetzt wird. Denn es ist einfach zu reden, es ist auch einfach, sich über die Politiker zu beklagen. Ich selber wollte keiner sein. Ich glaube, das ist keine leichte Situation. Ich habe auch Mitgefühl für die Politiker, auch wenn ich in vielen, besonders in den letzten Jahren, nicht dahinter stehe, was da geschieht. Trotzdem ist es keine einfache Aufgabe und wir kommen nicht weiter, indem wir klagen. Wir kommen weiter, indem wir uns ermächtigen, indem wir innerlich und auch ganz praktisch unseren Beitrag leisten, indem wir der Welt etwas geben, indem wir es besser machen. Denn klagen, beklagen, anklagen, das ist einfach. Wir können irgendwo sitzen auf unserem Sofa oder uns mit Freunden treffen und uns nur beklagen über diese schwierigen Umstände, in denen wir uns momentan befinden, uns austauschen, was auch sehr wichtig ist. Aber es geht eben auch darum, wo ist diese Kraft, wo machen wir es besser, wo lassen wir uns von der göttlichen Führung, von dem Universum leiten. Und für die Wirtschaft bedeutet das, sich von Macht und Gierstrukturen zu verabschieden. Diese Strukturen werden zusammenfallen für uns persönlich, uns bewusst zu machen, wo sind wir in Angst- und Mangelstrukturen gefangen, in das Bewusstsein der Fülle stattdessen einzutreten, zu fühlen und uns bewusst zu sein, dass genug für alle da ist. In unseren Beziehungen bedeutet das, auszutreten aus Schuldzuweisungen, aus Macht- und Ohnmachtgefühlen. Es bedeutet, noch tiefer in die Liebe einzutauchen, ohne alles wegzulieben, aber diese Klarheit im Inneren und diese tiefe Verbundenheit. Ich würde mich freuen, wenn du im New World Club dabei bist. Unten findest du den Link zur Warteliste. Ich freue mich, wenn du gut durch diese Zeit kommst. Ich freue mich, wenn du einfach glücklich bist und diese neue Zeit mitgestaltest.